herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich glaube, mittlerweile stehen für uns alle die Sommerferien an. Also ich komme aus Berlin-Brandenburg und ich glaube, wir sind sogar die Ersten, die Sommerferien haben. Also wir haben das schon sehr bald. Es beginnt am... Lasst mich kurz nachgucken. Bei uns beginnt es am 21. Hey, kann das sein? Das ist krass. Aber ich glaube, für uns alle stehen die Sommerferien schon sehr, sehr bald an. Und was ich sehr gerne schon vor Jahren immer gemacht habe, ist mir eine Summer Bucket List zu schreiben. Also eine Liste mit Dingen, die ich unbedingt gerne diesen Sommer machen möchte. Früher waren das so Dinge wie, ich möchte gerne im See baden gehen, mit meinen Freunden öfter treffen, Lagerfeuer machen und so weiter. Mittlerweile sind das etwas andere Dinge, also vor allem Dinge, von denen ich was lernen kann, weil mir das mittlerweile super wichtig ist. Und heute möchte ich mal meine kleine Planungsroutine zeigen und Tipps mit euch teilen, wie ihr auch eine Summer Bucket List schreiben könnt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls diese Themen interessieren. Und es macht viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Die erste Sache, die ich immer mache, ist die ganze Bucketlist in Kategorien einzuteilen. Also ich nehme da sehr gerne Kategorien wie Schule, Freunde, dann natürlich für mich auch noch so YouTube. Falls ihr auch YouTube macht, dann auch YouTube oder Social Media. Language Learning, also ich lerne ja Koreanisch und Spanisch und das ist mir auch sehr wichtig. Was ich gerne weitermachen würde und den Fokus auflegen würde diesen Sommer. Dann Fitness und Gesundheit. Bildung, Verreisen, was jetzt vielleicht wegen Corona immer noch nicht so gut geht, aber trotzdem sollten wir aus unserem Leben das Beste machen, auch wenn wir vielleicht nicht so viel verreisen können. Und sonst auch noch sowas wie Soziales. Aber sonst möchte ich wirklich empfehlen, das ganze Kategorien einzuteilen, damit du einen ausgeglichenen Sommer hast. Die zweite Sache, die ich immer mache, nenne ich Dreamstorm, was ich aus Dreaming, Träumen und Brainstorm und Sturm und Brainstorm zusammensetzt. Also sozusagen deine ganzen Träume einmal brainstormst. Dazu würde ich dir empfehlen, dich 15 Minuten hinzusetzen und wirklich alles aufzuschreiben, was in deinen Kopf kommt. Also alle Dinge, die du gerne machen möchtest, erreichen möchtest in deinem Leben und diesen Sommer einmal aufschreiben. Da ist wirklich wichtig, dich selbst nicht zu limitieren, sondern wirklich alles aufzuschreiben und wirklich zu denken, alles ist möglich. Du kannst einfach alles aufschreiben. Denn im nächsten Schritt gucken wir uns das alles ganz genau an und streichen dann einfach die Dinge raus, die wir nicht in diesen 7 Wochen machen können. Beispielsweise, wenn es sowas ist wie, ich würde sehr gerne mal Fallschirmspringen oder so. Und das ist halt vielleicht jetzt nicht so ganz der gute Zeitpunkt dazu ist, ist es vielleicht ein bisschen blöd. Oder wenn du sagst, ich möchte sehr gerne lernen, wie man, ich weiß nicht, irgendwas, was halt sehr lange dauert, dann ist es vielleicht nicht so das Perfekte, das in 7 oder 6 Wochen zu machen. Sondern das kannst du vielleicht rausstreichen, auf eine andere Liste schreiben mit Dingen, die du irgendwann mal in deinem Leben machen möchtest. Natürlich kannst du diese andere Liste aber auch behalten für den Sommer, weil vielleicht kommt dir doch diese Möglichkeit, dass du irgendwie Fallschirmspringen kannst oder so, zufälligerweise. Aber ich würde mir wirklich raten, dann Dinge rauszustreichen, die vielleicht nicht so ganz sind. Weil ich habe ja auch schon in meinem vorletzten Video gesagt, dass eigentlich schlechte Gefühle daher kommen, dass wir Versprechen mit uns selbst nicht einhalten können und nicht unbedingt, dass wir diese Sache nicht gemacht haben. Beispielsweise ist es bei mir nämlich so, wenn ich morgens ganz viele Dinge für den Tag plane und einige Sachen nicht mache, ist das, was mich aufregt, nicht, dass ich das nicht gemacht habe, also die Sache an sich. Was mich aufregt, ist nämlich, dass ich das Versprechen mit mir selbst gebrochen habe, die Sache zu machen. Das ist, was mir dann ein schlechtes Gefühl gibt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, nicht so viele Dinge aufzuschreiben, die dann wahrscheinlich auch nicht in Erfüllung gehen, weil es soll ja auch was Gutes sein, worauf du dich freust und wovon du weißt, dass es eigentlich, sondern es relativ realistisch ist, dass du das auch schaffst. Wenn du dann diese Liste hast, mit ganz vielen Dingen in den verschiedenen Kategorien, würde ich dir empfehlen, dir dann die Top 3 Dinge rauszusuchen. Also 3 Dinge, die du auf jeden Fall schaffen möchtest und am besten auch irgendwie so 3 große Projekte. Beispielsweise könnte das sowas sein wie, ich möchte diesen Sommer lernen, wie man tanzt. Ich möchte lernen, wie man codet. Ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte einen YouTube-Kanal starten. Ich möchte meinen Kleidungsstil ändern oder so, keine Ahnung. Kann irgendwelche Dinge, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber die total wichtig sind. Also deine Top 3 oder Top 4, 5 Dinge, die dir super wichtig sind. Ich würde da wirklich nicht so viele nehmen, also nicht irgendwie so 10 wichtige Dinge, weil wie gesagt, Versprechen mit sich selbst brechen ist nicht cool. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wirklich am besten Top 3 wichtige Dinge auszusuchen. Und danach würde ich dann die ganzen kleinen Dinge ebenfalls aufschreiben. Also was auf deiner Liste noch Dinge, die du auch diesen Sommer machen möchtest, die aber vielleicht nicht so groß sind oder die nicht so wichtig sind, aber Dinge, die du auch voll gerne machen würdest. Wenn wir das gemacht haben, haben wir schon eine kleine Liste mit vielen Dingen, die wir gerne machen wollen diesen Sommer. Was ich noch sehr gerne mache, ist auch nochmal meine Freunde zu fragen, was sie denn diesen Sommer machen wollen. Vielleicht ist es gerade Zeiten von Corona immer noch nicht so gut, so viel mit anderen Menschen zu machen. Ich meine, wenn das draußen ist und wenn ihr sicher seid und die Maßnahmen einhaltet, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Deswegen hier ist das Appell, macht ihr das mit euren Freunden, aber versucht wirklich dabei sicher safe zu bleiben
und da keinen zu gefährden. Was ich immer sehr gerne mache, ist natürlich meine Freunde zu fragen, was sie jetzt noch machen wollen, was sie irgendwie zusammen machen können und das dann vielleicht auch ein bisschen zusammen zu brainstormen und zu planen. Der letzte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist dann auch diese Sachen aufzuschreiben, also wirklich in eine Liste zu nehmen und aufzuschreiben, was ich jetzt noch mal alles machen möchte. Oben am besten die 3, 4 Prioritäten aufschreiben und dann unten ganz viele andere Dinge. Also es wirklich aufzuschreiben, um diese Dinge dann auch nicht mehr aus dem Kopf zu verlieren und dann auch wirklich zu machen. Übrigens habe ich eine sehr coole Ankündigung für euch, denn ich werde in den nächsten Wochen auch ein Video hochladen mit 100 Dinge, die auf deiner Bucketlist draufstehen können. Also falls du Inspiration brauchst, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für diese 100 Ideen, die bald kommen werden in den Future-Videos. Oder im Future-Video, eher gesagt. Weil ich mir dachte, hey, es gibt coole Ideen, die man im Sommer machen kann, auf die vielleicht nicht so viele Leute draufkommen oder so, aber die ich ein bisschen recherchiert habe oder auch selbst von mir kenne. Und deswegen werde ich diese Sache mit euch teilen in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche oder so. Ich weiß nicht so ganz genau. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. Relativ realistisch ist, dass du das. Sondern dass es eigentlich relativ realistisch ist, dass du das auch schaffst. Realistisch ist, dass du das auch schaffst. Sondern dass es eigentlich relativ oh Mann. Heute, ja. Sondern dass es relativ realistisch. Was? Realistisch, okay.